Markus Heikkinen hat seine Karriere als Fußballprofi beendet. Nach seinem letzten Spiel für den AC Oulu in der 2. finnischen Liga gab es Sprechchöre von seinen Teamkollegen und eine, gemessen am Temperament eines Finnen, emotionale letzte Ansprache. Dabei erwähnte er auch kurz seine Ex-Clubs, unter anderem Rapid. "Wir haben es nicht verbockt", sagte Heikkinen mit einem Augenzwinkern. "Wir haben bis zur letzten Minute gekämpft. Das bedeutet einigen Leuten sehr viel, vor allem aber mir. Ich habe schon bei vielen Vereinen gespielt, aber wir haben hier eine spezielle Verbindung." Werbung, Werbung.